Ja, servus Leute, willkommen zur Episode illegale Abholzung. Ich bin auf die Idee gekommen, per Zufall bei der Mission, ich soll doch mit Sprengbomben Häuser und Panzer wegräumen. Und die zwei Brüder vom Sägewerk haben mir auch einen Tipp gegeben, dass es wohl gehen könnte. Und nämlich ist es so in dem Spiel, ihr braucht nämlich Genehmigungen vom Bürgermeister, wenn ihr in fremden Gebieten abholzen wollt. Ihr könnt es ja hier anklicken. Also grüner Bereich ist ja mein, da kann ich abholzen, aber wo schwarz ist, kann ich mir halt Abholzungsrechte kaufen. Und hier oben ist halt gar nichts. Und dann dachte ich mir, ja, wieso mache ich jetzt nicht eine illegale Abholzung? Mit der Axt und nämlich schaut selber, wenn ich das versuche, dann murmelt er vor sich hin, ja, von wegen, ich brauche vom Bürgermeister die Genehmigung. So, aber dann dachte ich mir, ja, nee. Und da meine Sophie immer so nett ist jetzt und mir eine Handgranate in den Schrank legt, senkt es natürlich die Kosten unheimlich von der Bombe. Weil die deutschen Handgranaten findet man ja so in den Bunkern und die Minen, ja, gibt es genug zum Einsammeln in den Minenbereich. Am besten geht es ja da im Winter hin. Auf jeden Fall schaut euch das an. Also man holt die Mine, legt man so hin, man guckt dann ungefähr, ja, wo schön die Bäume nebeneinander liegen. Also hier sind es so schon mal drei, vier. Dann legt man sich die Mine hin, geht raus, drückt auf E aktivieren und dann rennt man weg am besten und schaut sich das an. Ist es nicht schön? Geil. Ja, und dann könnt ihr nämlich eure Axt nehmen. Na, warum drücke ich denn immer B? Und dann könnt ihr einfach anfangen, die Steckerl wegzumachen von dem Baum. Und ihr könnt den Baum bearbeiten, ohne dass da der meckert, dass ihr eine Genehmigung braucht. Und so spart man sich, denke ich mal, ein bisschen Geld. Gut, der Sprengstoff, also die Minen und so. Und Handgranaten kann man sich ja alles ersammeln. Und die Granate, wenn ihr die Sophie heiratet, die legt euch immer regelmäßig eine Granate, eine Handgranate in den Schrank. Ansonsten braucht ihr noch einen Arbeitsplatz. Den gibt es hier in dem Hof von Teddys Hof bei der Helene. Arbeitsplatz, da könnt ihr kaufen bei ihr, kostet 1120 Goldstücke oder Rubel oder was das hier ist. Und auf jeden Fall könnt ihr dann anfangen, die großen Bomben zu bauen. Ihr könnt damit auch noch übrigens noch Zigaretten drehen, wenn ihr Tabak habt. Ja, und so könnt ihr euch jetzt den Stamm zurechthacken. Und dann, wenn ihr eine Säge habt, natürlich Bretter rausschneiden oder Brennholz dann von den Stümpfen. Ja, so geht die illegale Abholzung. Hier haben wir jetzt vier Stück, das war natürlich gut. Ja, und das war schon mit der Folge. Also, wer es nachmachen will, ausprobieren möchte, viel Spaß damit. Lasst mir einen Daumen hoch und ein Abo. Mach's gut. Ciao.